Ja, willkommen zurück hier bei Star Wars Jedi Fallen. Nach dem Intro spielen wir direkt weiter, also bleibt dran. Okay, beim letzten Mal habe ich ja, beziehungsweise für mich war es gerade eben, hier diesen komischen, eigentlich normalen Gegner besiegt, hat mich etwas sehr doof angestellt. Zumindest die ersten Mal, weil ich halt versucht habe, ihn zu parieren. Und ich finde das echt schwierig, muss ich sagen. Also gerade bei Monstern ist es, finde ich, sehr undurchsichtig, wann die zuschlagen. Also wann das Paradefenster, wann halt das Fenster ist, wann ich da drücken soll, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das halt noch schwieriger machen kann. Und... Aha. Und das Paradefenster dadurch noch kleiner wird. Ey, da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Gute Arbeit. Keine Ahnung. Aber es bringt mir, wenn ich die Sachen scanne, bringt mir das Erfahrungspunkte. Okay, was ist denn das? Fünf komische Dinge, ne? Komm ich nicht hoch. War ich da unten schon? Unerkundet. Verlassene Werkstatt, aha. Okay. Da bewegt sich nichts. Uah. Super. Na? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Interessant. Da direkt das nächste. Ich danke dir. Bitte. Ach, ist euer Ernst? Ich dachte schon alle. Okay, kann ich meditieren? Ist auch nötig, weil ich nämlich fast tot bin und keinen Stims mehr habe. Fähigkeitenpunkte habe ich nicht. Zurück wird schneller gehen. So, jetzt habe ich hier eine Abkürzung freigeschaltet. Also links habe ich was nicht erkundet, hinter mir habe ich was nicht erkundet. Achso, da komme ich da hinten dran, ja. Okay, was ist hier? Das sieht gefährlich aus, da gehen wir her. Oh, Leute! Kann ich da irgendwie hochklettern? Ja, okay. Ich hätte auch da hinten durch die Ventilatoren gehen können, aber das Gestrüpp mal da weg. Was ist jetzt hier? Darüber. Mir interessiert, wo geht's denn da eigentlich runter? Also, was ist das für ein Planet, wo das hier einfach so... Na, weg da. Oh, oh Gott, was war das? Mein Schatten, Alter. Okay, ist die Frage, ob das gleich alles einbricht, weil ich die ganzen Stützen hier weghaue. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Na toll. Alter, ich habe den normalen davon nicht mal kaputt gekriegt. Und jetzt kommt hier so ein Bossgegner, aber da hinten ist irgendwas. Ich mich bewegen, um da rumzugucken, wenn der irgendwas bringen würde. Scheiße, ich bin doch zu schlecht dafür.
Guten Tag. Oh, Leute! Ausweichen! Oh, scheiße, ey. Du kannst... Ah, wenn man einen schweren Angriff einmal gemacht hatte, kriegst du den nicht mehr abgebrochen. Auf dich wegspringen nicht. Scheiße. Das ist schon krass. Ist nicht einfach, ey. Ja, okay, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich ja trotzdem mal gucken, was da hinten ist. Oh, das geht doch schief, ey. Oh, oh. Was ist das für ein Ort? Ja, das wüsste ich auch gerne. Okay, da hinten ist auch irgendwas. Ich muss hier runter. Huh. Ach, ich darf da nicht reinfallen? Hä? Hier muss ich da drüber springen oder was? Okay. Echo wahrnehmen. Ach, Echos heißen die Dinger, ne? Kann das sein? Diese Risse in den Dingern auch. Machtessenz, damit zwei weitere maximale Macht zu erhöhen. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Ja, okay, das ist irgendwas anderes. Was ist hier? Kann ich da die Dinger ausschalten? Ah. Okay, warum kann ich in dieses komische Wasser nicht reinspringen? Ja, kann ich. Da hat mich das angeblich gerade nur alles hier getroffen, aber... Naja, okay. Mehr ist doch, da oben ist nur eine Kiste. Wie komme ich denn da dran? So nicht. Was ist das da? Einfach doch noch nicht alles hier. Kann ich mich da dran hängen? Nö. Hm. Wie komme ich da hoch? Nee. Verdammt, das muss doch gehen. Mein von dem Roller kann ich doch nicht da drauf springen, oder? Was war denn das? Das sieht aus, als wenn der Flamenco tanzt. Was ist denn das? Alter. Ich spring jetzt einfach dran. Naja, geht nicht. Ich will an diese Kiste kommen da oben. Das kann nicht sein. Deswegen kann ich mich doch auch nicht dranhängen, oder? Nö. Tja, weiß ich auch nicht. Fällt mir nur an der Wand kann ich da auf jeden Fall nicht entlanglaufen, falls das jetzt irgendeiner von euch denkt. Das geht ja nur an solchen geriffelten Wänden, würde ich mal so behaupten. Tja, okay, keine Ahnung. Dann, ist das wohl so?
Oder komme ich da irgendwie von der anderen Seite dran? Aber da komme ich auch nicht hoch, ne? Zumindest noch nicht. Das ist aber so eine komische Brücke, die da irgendwie drüber klappen kann. Aber auch dafür muss ich ja irgendwie da hochkommen. Hm. Okay. Ja, bleibt uns nicht alles übrig. Ich glaube, wir müssen echt zu diesem Viech hier wieder. Dass ich nicht besiegen kann, weil ich zu schlecht bin. Ach, ey. Alter, weich aus! Es ist doch echt nicht wahr. Stim, sofort! Wie oft der aber auch diesen Angriff macht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, danke. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Heilung dauert eine Weile. Die sind, ich finde... Das Viech hat halt auch eine riesen Hitbox, ne? Also... Wie er mich hittet, meine ich jetzt. Also eigentlich habe ich die Hitbox, aber... Ich meine damit halt, dass wenn, selbst wenn ich ausweiche, er mich halt trotzdem noch trifft. Weil er einfach nicht weit genug wegspringt. Hm. Guckt euch das an! Jetzt mal ernsthaft! Nein! Oh. Scheiße! Mann! Steh doch auf, du blöder Sack! Das gibt's doch wohl nicht! Super Tipp. Pariere stärkere Gegner mehrmals, um in dieses Wanken zu bringen. Okay. Jederzeit okay. Ja, bla bla bla. Okay, also wenn ich den mehrmals pariere, dann fängt er irgendwann an zu wanken. Ich will den Schwierigkeitsgrad nicht runterstellen. Ich will das lernen. Für alle, die jetzt sagen, stell doch den Schwierigkeitsgrad runter, du bist einfach zu schlecht. Ja, ist richtig. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Wenn ich das jetzt auf leichter einstelle, dann lerne ich es ja gar nicht. Ich muss einfach das Parieren vernünftig machen. Das geht schon gut los, ey. Jetzt verreck ich auch noch, bevor ich dem einen Hit gebe, ey. Tja, also ausweichen ist irgendwie nicht das, nicht der way to go. Also ich muss ihn echt irgendwie parieren. Das Ausweichen bringt gefühlt überhaupt nichts bei dem, weil der einen trotzdem trifft. Also außerhalb bei diesen roten Angriffen, da kann ich ja nur ausweichen, aber das... Oh, Leute, ey. Ja.
Fuck, ey. Ich brauche einen. Scheiße! Weiß schon vorher, dass du dann verreckst. Ach, Mann, ey. Ja, das war auf jeden Fall schon besser jetzt. Man soll auch erstmal das Angriffsmuster verstehen, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt bei dem nicht, eigentlich nicht so komplex, aber trotzdem. Sei Dank. Mann, 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 ey. Mein Herz, ey. Ah, was ist denn? Verdammter Scomp-Anschluss. Alles für so ein komisches Echo. Lebenslizenz. Ja, toll, ey. Was mehr kriege ich jetzt dafür nicht? Nur die Lebensessenz? Geheimnis entdeckt. Was ist denn ein Scomp-Anschluss? Kram sich im Boden ein. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Ah. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Okay, vielleicht sollte man hier doch mal öfter reingucken. Ja, hätte ich halt gewusst, dass er seine Zunge wenigstens abmachen kann. Aufgrund ihrer einzigartigen Geschwindigkeit und Ausdauer ist es schwieriger, die Angriffe zu parieren. Ja, das habe ich auch gemerkt, danke. Hey, okay, aber da, ich dachte, ich kriege jetzt wenigstens irgendwas, was mir weiterhilft, weiterzukommen, aber, ja, diese komische Kiste zum Beispiel kann ich nicht aufmachen. Hm. Das ist doof, ey. Okay, dann bleibt uns jetzt nur der andere Weg da hinten. Okay, jetzt kann ich nochmal meditieren, wir haben jetzt schon wieder alle Heilung verbraucht, ey. Oh. Nicht das Gleichgewicht verlieren, ne? Was hast du denn jetzt schon wieder? Jetzt fällt dir das auf einmal auf? Dass ich daher soll, ja, okay. Habe ich kapiert. Habe ich aber auch vorher schon kapiert. Trotzdem wollte ich den erst machen. Ausruhen. Aber ich habe auch einen Fähigkeitspunkt. Für den Machtgriff brauche ich jetzt aber... Ach nee.
Ziel länger verlangsamen. Bringe während des Sprintens, um einen Salto über das Ziel zu machen. Tja, was nehme ich denn jetzt, ey? Okay, ich kann mir das auch angucken. Boah. Schon geil. Ausweichender Tritt greift Kill nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Tja, macht. Ob das jetzt clever war, wird sich noch zeigen. So, ja, ich habe verstanden, ich soll hierher. Hallo. Da drüben ist irgendwie eine Kiste. Ja, und da kommen wir nicht rüber. Zumindest nicht von der Seite hier. Ich will die Kiste. Hier kann ich doch nicht rüberspringen, oder? Oder doch? Nein. Ciao. Okay, ja. Da fehlt irgendwas hier. Ja, das ist die Höhle von oben. Das heißt, ich hätte auch diesen Weg hier gehen können, wäre trotzdem bei dem gelandet, wenn ich da reingesprungen wäre. Ja, da komme ich auch nicht rüber. Es muss ja irgendwie noch so einen Machtsprung geben oder sowas. Dass ich hier weiter springen kann, weil sonst würde ich ja hier überall nicht rüberkommen. Okay, das ist der einzige Weg jetzt der hier tatsächlich, ne? Kann man wieder meditieren. Da komme ich nach oben. Hier geht es auch hoch. Es ist auf jeden Fall sehr schwer, sich hier zu orientieren, weil es halt alles irgendwie gleich aussieht von den Strukturen her. Okay, jetzt bin ich hier wieder am Schiff. Mhm. Ah, Moment. Ach, jetzt bin ich tatsächlich wieder ganz am Anfang. Okay. Hey, jetzt habe ich aber doch voll viel verpasst. Oder Hauptziel, ja. Hier ist noch ein Weg, den ich noch nicht gegangen bin, da oben. Na, links gehe und da hoch. Hey, da war ich doch schon. Bin ich doch ganz am Anfang hergegangen. Was? Was? Da stand schon was mit. Oder kann ich diesen Scomp-Anschluss am Schiff reparieren? Ja, aber ich habe Angst, dass wenn ich jetzt reingehe in das Schiff, dass die Story dann weitergeht und der wegfliegt hier. Und dieses Riesenviech da habe ich auch nicht besiegt, aber ehrlich gesagt bin ich da auch im Moment nicht so wirklich scharf drauf, so wie ich spiele. Also wenn ich mit diesem kleinen Viech schon meine Probleme hatte, was ist denn hier mit dem Gestrüpp? Hier ist nichts. Aua. da werde ich jetzt nicht runterspringen. Aber da kann man hochklettern anscheinend.
Oh. Ja, guck mal, wer da ist, ne? Alter, das ist aber auch echt ein Riesenviech. Ich komme aber auch zu dem nicht hin, ne? Also, es würde mich ja schon interessieren. Muss ich ja sagen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht ist es echt für später tatsächlich, dass man nochmal backtracken muss. Tja, und hier in diese Höhle? Ich werde jetzt kaum da reinspringen, oder? Ich meine, ich komme wieder hoch. Oh, da ist aber eine goldene Kiste. Da springen wir doch runter. Aber mach auf. Irgendwas ultra geiles. Fürs Lichtschwert bestimmt. Na, was freust du dich denn so? Eine neue Stim-Ladung. Ah, geil. Okay, cool. Jetzt kann ich mich dreimal heilen. Mega gut, was ist das? Das leuchtet rot. Warum leuchtet das rot? Da brauche ich bestimmt auch irgendwas, um den da runter zu schubsen, machtmäßig. Sprich, dann komme ich hier jetzt auch erstmal nicht weiter. Da unten ist auch ein... Ah, das ist die Höhle, wo ich schon mal war. Okay, oder komm ich, kann ich darüber an Wall... Nee, ne? Da komme ich doch nicht rüber. Wie kommt man denn da hinten hin? Da war von der anderen Seite irgendwie. Okay, ja. Cool. Da kommt mich... Wette, dass wir später nochmal gehen müssen. Und da, wie komme ich denn jetzt heraus? Da. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man, also es ist ja ein Souls-like-Spiel, man wird auf jeden Fall backtracken müssen und können. Cool. Dann gehen wir in der nächsten Folge zurück zum Schiff und gucken, was die Hauptquest dann weitermacht. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr die weitere Folge nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Schreibt auch gerne in die Kommentare irgendwie, ja, könnt ihr mich auch gar nicht schämen, Mann, bist du schlecht, du spielst wie ein Stück Scheiße. Macht mir überhaupt nichts, weil ich das selber weiß. Und, aber wie gesagt, man lernt ja mit seinen Aufgaben, deswegen will ich es auch nicht leichter stellen. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Also bis dahin, macht's gut und ciao.